Herzlich willkommen zu einer neuen Woche, einer Frühlingswoche bei Finance TV. Japan wagt ein gefährliches Experiment. Das Land, die Regierung, die Notenbank haben die Geldschleusen weit geöffnet, um das Land aus der hartnäckigen Deflation zu führen. Ein Ritt auf der Rasierklinge, ein gefährliches Experiment, meinen Ökonomen. Vielleicht auch ein großes Risiko für das Weltfinanzsystem. Diese Frage wollen wir heute diskutieren mit Dr. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank. Herzlich willkommen bei uns. Der neue japanische Notenbankchef Kuroda hat ja vor 2 Wochen die Karten auf den Tisch gelegt. Für 16 Milliarden Euro im Monat will er Staatsanleihen ankaufen. Die Geldbasis, der Staatsanleihenbestand soll sich verdoppeln. Ökonomen sprechen von einem Big Bang, der dort gerade passiert in Japan. Sie auch? Ja, es meines Erachtens nach war es der große Paukenschlag. Das ist ein makroökonomisches Experiment. Wir alle dürfen gespannt sein, wie es sich entwickelt. Viele Ökonomen werden auf dieses japanische Experiment starr achten. Der Impuls ist ja so stark von fiskalpolitischer und auch geldpolitischer Seite, dass er ja eigentlich schnell in der Realwirtschaft ankommen müsste. Sieht man in Japan und Ostasien schon was davon? Ja, man sieht es insbesondere an den japanischen Einkaufsmanager-Indizes. Die drehen deutlich in den positiven Bereich. Das heißt, die japanischen Unternehmen blicken deutlich zuversichtlicher in die Zukunft, als es noch vor einigen Monaten der Fall war. Der ganze Zauber wird ja nicht funktionieren, wenn der neue japanische Ministerpräsident Abe die dritte Stufe, die er angekündigt hat, seines Programms nicht startet, nämlich die Strukturreform. Denken Sie, dass er da auch liefern wird? Ja, aus meiner Sicht wird er liefern. Warum? Der 59-jährige Abe hat nichts mehr zu verlieren. Seine politische Karriere war im Prinzip beendet. Er kommt nun zurück und er wird alles auf eine Karte setzen. Das hat ja sein Vorgänger auch gemacht in der Regierung Kahn und ist dann von seinen eigenen Leuten im Prinzip geschasst worden. Glauben Sie nicht, dass das AB auch drohen könnte? Nein, ich glaube nicht, weil bei den Wahlen hat sich herauskristallisiert, dass AB mit deutlicher Mehrheit gewählt wurde. Er hat die Bevölkerung hinter sich und das spricht, dass er auch die Reformen angehen wird. Richtigen Rückhalt in der Bevölkerung für Reformen hat er ja nicht. Japan ist ja traditionell sehr reformavers mit der alternden Gesellschaft. Was käme denn auf die Weltwirtschaft zu, falls Abe es nicht schafft, einen Reformkurs wirklich durchzudrücken? Japan ist immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wenn Japan nicht liefert, dann droht natürlich für die gesamte Weltwirtschaft Ungemach langfristig. Ein großes Problem ist ja das japanische Finanzsystem. Die ganzen Finanzkonzerne kaufen dort ohne Ende Staatsanleihen, die jetzt gerade im Preis inflationiert werden. Wenn die Inflation tatsächlich wie geplant auf 2% ansteigen würde, würden ja fast zwangsläufig die Staatsanleihenkurse ins Rutschen geraten und damit schwere Bilanzprobleme bei den japanischen Banken verursachen. Sehen Sie darin eine Gefahr? Es ist eine potenzielle Gefahr, definitiv. Aber ich glaube, die japanische Notenbank wird auch hier liefern. Sie wird im Zweifelsfall ihr Aufkaufvolumen noch aufstocken und das Renditeniveau, die nominalen Zinsen, auf relativ tiefem Niveau halten. Gehen wir mal von der Worst-Case-Analyse aus, wie wir es gerne machen bei Finance TV. Nehmen wir an, die Staatsanleihenkurse fallen in den Keller, ohne dass die japanische Notenbank das auffangen kann. Und die japanischen Banken bekommen tatsächlich ein großes Kapitalisierungsproblem. Würden davon ähnliche Schockwellen durch das globale Weltfinanzsystem gehen, wie damals, als die US-Banken in Schwierigkeiten geraten sind? Grundsätzlich gilt, das japanische Finanzsystem ist nicht ganz so eng vernetzt wie das US-amerikanische Bankensystem. Aber nichtsdestotrotz, die Signalwirkung, die von Japan ausginge, wäre verheerend. Und wir würden aller Wahrscheinlichkeit nach wohl eine ähnliche Welle sehen, wie es nach dem Kollaps der US-Investmentbank Lehman der Fall war. Halten Sie das für extrem unwahrscheinlich oder nur ein bisschen unwahrscheinlich? Ich halte es derzeit eher für unwahrscheinlich. Warum? Hintergrund ist einfach, ich denke, die japanische Notenbank wird alles, wie eben erwähnt, alles auf eine Karte setzen und den Kollaps verhindern. Dann kommen wir zu den 3 Fragen von Finance TV mit der Bitte um eine kurze Antwort, ja oder nein am liebsten. Wird AB es schaffen, das dramatische Haushaltsdefizit von 10% jetzt schnell einzudämmen? Nein. Lässt sich der gigantische japanische Schuldenberg von fast 250% des BIP allein mit Hilfe der Notenbank in Schach halten? Nein. Und die letzte Frage, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die japanische Bondblase innerhalb der nächsten 5 Jahre platzt, bei mehr als 50%? Nein. Es ist also noch nicht alles verloren in Japan. Man setzt alles auf eine Karte, aber Sie glauben, dass es gut gehen wird. Danke für Ihren Besuch, Thomas Gitzel. Wir danken Ihnen auch fürs Zuschauen. Mittwoch ist unser Thema E-Commerce, ein stetig steigender Markt, der auch deutsche CFOs vor Herausforderungen stellt. Schauen Sie wieder rein, genießen Sie die warme Luft draußen und bis bald. Tschüss.